Ja? Welcher? Ja. Guten Tag. Welcher mein Name? Ich rufe an im Auftrag von Capital, weil Sie sich für das Traden mit Tesla interessiert haben. Das ist so laut, ich kann es nicht verstehen, was du gesagt hast. Karl, bist du das? Entschuldigung. Nein, hier ist Maceo im Auftrag von Capixal. Wer? Weil Sie sich für das Traden mit Tesla interessiert haben. Ist das ein Fantasiename? Nein, es ist kein Fantasiename, das ist ein amerikanischer Name. Ah, Amerika ist toll. Das freut mich. Genau. Ha, woher sind Sie? Aus Amerika? Nein, ich komme nicht aus Amerika, ich bin Deutscher. Ach so, hab mich schon gewundert, warum so gut Deutsch wetsch. So, okay. Herr Erler, wenn ich fragen darf, Sie hatten sich ja bei der Tesla-Anzeige registriert, richtig? Ah ja, das gemacht. Super. Wie sind Sie denn auf Tesla aufmerksam geworden? Ich hab geguckt, wo man Geld verdienen kann, ne? Es wird ja immer schwieriger, das Leben. Okay, Herr Erler, dann würde ich sagen, lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie die Gelegenheit nutzen können. Sitzen Sie gerade vorm Computer? Ah nein, gerade im Essen kochen. Super, wunderbar. Gerade am Essen kochen. Ah ja? Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben Sie gerade Ihr Smartphone in der Hand oder ist gerade Ihr Computer in der Nähe? Ah, der ist im Wohnzimmer, wo er immer steht. Okay, dann würde ich sagen, gehen Sie kurz zum Computer, dann würde ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie Ihr Handelskonto aktivieren können. Ah, Sie können die Hörbücher machen. Da passiert ja bereits einiges. Entschuldigen Sie? Ich habe gesagt, Sie können die Hörbücher machen, Sie haben eine tolle Stimme. Vielen lieben Dank. Ah, danke. Ja? Herr ja, ich würde sagen, schauen Sie mal, bei Tesla passiert zurzeit einiges. Sie bauen gerade zurzeit eine Fabrik in Brandenburg, in der Grünheide. Und des Weiteren wird auch noch ein Berg in den Vereinigten Staaten, in Amerika, in Austin, Texas gebaut. Und Berg? In den kommenden Wochen gab es... Ja? Ein Werk, eine Fabrik. Ich habe Berg verstanden. Nee, Herr Erler. Herr Erler, ich würde sagen, setzen Sie sich kurz am PC. Ich zeige Ihnen, wie Sie die Gelegenheit nutzen können und anfangen können zu investieren. Ah ja, das können wir machen. Das Drecksding noch einmal anmachen. Super, wunderbar. So langsam seit einer Woche. Machen wir das. Jetzt gerade mal warte. Geht gleich los, ja? Wie schon noch? Sind Sie schon da? Ah ja. Okay, dann, was sehen Sie denn jetzt gerade vor Ihnen? Ist der Computer schon an? Ah nein, soll ich ihn anmachen? Genau, wir müssen es einmal anmachen, ah, richtig? Ja. Das kann ein bisschen dauern, das alte Drecksding ist langsam geworden. Lassen Sie den ganzen Ruhe hochfahren, machen Sie einmal an. Ah nein, ich hab keine Zeit für sowas. Das Scheißding wird immer langsamer. Entschuldigen Sie? Ihr habt mir gefragt beim Mediamarkt, ich will 400 Euro zum Reparieren habe. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist ein Wahnsinn, ne? Naja, vielleicht kann ich ihn ja bald reparieren lassen, ohne dass es ihm wehtut. Entschuldigen Sie? Ich hab gesagt, es ist Diebstahl, oder nicht? Was ist Diebstahl? Hä, was die so viel Geld verlangen? Wie meint ihr das? Naja, ja, wie soll man das sagen, ne? Ich sag mal so, die wollen ihre Geschäfte machen, ne? Ja, aber nicht mit mir. Ich hab schon, bin so ganze Dorf am Pfarrer hab ich's auch erzählt, die sind alle ganz wütend auf die. Das gibt's ja nicht, sowas. Okay. So, jetzt habe ich das Ding auch gemacht. Was soll ich jetzt machen? Okay, super, wunderbar. Ich habe Ihnen bereits schon eine E-Mail zukommen lassen. Überprüfen Sie einmal Ihr E-Mail-Posteingang sowie Ihren Spam-Ordner. Was soll ich jetzt machen? Genau. Eröffnen Sie einmal Ihre E-Mails. Ich hatte Ihnen eine Nachricht zukommen lassen, wo Sie Ihr Passwort generieren können. Schauen Sie einmal. Ja? Ja? Mache ich. Was ist das für schreckliche Musik? Ja, das ist die Hintergrundmusik. Das tut mir leid. Es ist so, dass das Büro ziemlich beschäftigt ist. Und dadurch, dass natürlich einige, sage ich mal, Agenten hier sprechen, ist es dann natürlich auch so, dass dann, sage ich jetzt mal, die Hintergrundmusik, sage ich mal, die Stimmen ein bisschen voneinander unterscheidet. Ne? Ja. Damit Sie natürlich nicht tausend Stimmen hören, da muss man gute Schalldämmung kaufen. Die, Musik im Hintergrund. Entschuldigen Sie? Sag, da muss man gute Hintergrunddämmung kaufen. So, mein Mann ist Tontechniker, der kann euch da helfen. Selbstverständlich. Ah, super. Ah ja. Das ist wie in der Disco, das ist wie in der 70er. Ja. Was sehen Sie denn jetzt gerade bei Ihren E-Mails? Ah, jede Menge Werbung für Viagra wieder.
Okay, Herr Erler, ja, ich bin dabei. Ja, okay. Kann ich mir so gut gucken. Es dauert alles ein bisschen. Alles okay. Ich glaube, ich hab's gefunden. Kapixal. Super, was haben wir denn gefunden? Super. Genau, das ist richtig. Sehen Sie dort auch Passwort zurücksetzen? Nein, soll ich da draufklicken? Genau, was sehen Sie denn gerade vor Ihnen? Also, was steht denn in der Betreffzeile? Jetzt habe ich schon draufgeklickt. Nicht zu viel aufs Maul. Okay, und was sehen Sie? Habe jetzt in der Mail da draufgeklickt. Da steht, soll ich mich jetzt einloggen mit meiner E-Mail-Adresse? Ah, ja Gott, dauert das alles lang. Genau. Aber. Wenn ich das im Fahrrad erzähle. Herr Erler, bisher habe ich noch kein Passwort. Da steht 1, 2, 3 und ABC. Ach so, dann können Sie das verwenden. Dann merken Sie sich kurz einmal das Passwort, schreiben Sie das auf. Ja, das muss ich mal aufschreiben, ich kann mir Sachen nicht merken. Genau, schreiben Sie das mal in Ruhe auf. Ja, ja. Achten Sie darauf, die Großbuchstaben müssen groß geschrieben werden und die Kleinbuchstaben klein, ne? Na ja, darum heißt es ja Großbuchstabe, weil man es groß schreibt. Genau. Oder? Richtig. Siehst du? Hab ich wieder was gelernt heute. Ja, das hab ich noch gekriegt. Entschuldigen Sie? Hä, was soll ich entschuldigen? Was ist passiert? Nein, ich hatte gesagt, entschuldigen Sie. Alles okay. Ah, ist in Ordnung. Nicht entschuldigen. Haben Sie das Pass? Okay. Ah ja, er hat drauf gedrückt. Jetzt steht da, nehmen Sie sich, was Ihnen auf der globalen Märkte zusteht. Ach, was ist das denn? Super, wunderbar. Da können Sie nämlich oben rechts auf das kleine X klicken, auf das graue Innenfenster. Oder beispielsweise, Sie könnten unten auf Halten Sie mich auf den Laufenden klicken. Um jetzt habe ich es natürlich zu erhalten. Jetzt habe ich aufs X drauf gedrückt, jetzt ist der Firefox wieder weg. Nein, ist schon Firefox aufs X. Ist immer jetzt schon fertig? Alles okay, öffnen Sie das nochmal. Also wieder alles aufmachen. Öffnen Sie das Ganze nochmal. Ah, das gibt's ja nicht. Genau, wieder aufmachen. Alter, das gibt's ja nicht. Herr Erler, Sie hatten aus Versehen auf das falsche X geklickt. Ah nein, ich gesagt, aufs X drauf drücke, das habe ich gemacht. Genau, in dem Fenster, was Sie da sehen, von halten Sie mich, also wo steht, nehmen Sie sich, was auf den globalen Märkten zusteht. Ah, jetzt hab ich's ja weggedrückt jetzt, jetzt muss ich es erst wieder aufmachen. Ah, ich sag doch mal. Alles okay, machen Sie es wieder auf. Ah ja. Ah, der Computer ist eine tolle Sache, da kann ich so viel Zeug mitmachen. Sag's da. Hast du auch einen Computer? Selbstverständlich. Ah, das ist gut. Ohne Disco habt ihr da drüber. Ah, das ist ja schrecklich. Nochmal? Ich hab kein Wort verstanden. Ich konnte es gerade akustisch nicht. Ah, so laut wie es da ist, ist das ja kein Wunder. Ah, den Dreck aus. Können wir das nochmal wiederholen? Was? Bei der Musik, ja, der die auch nichts verstehe. Okay. Herr Erler, was sehen Sie denn gerade vor Ihnen? Haben Sie denn bereits wieder das Fenster geöffnet? Ah, ich werde es erst mit Nudeln umrühren müssen, das dauert erst so lang. Jetzt ist der Computer wieder an. Ey, da Dings, das Programm. Super. Super. Und dann loggen Sie sich wieder ein. Was sehen Sie denn gerade vor Ihnen? Ah, jetzt bin ich wieder auf dem Fenster. Aber wenn ich das jetzt wieder wegdrücke, ist ja wieder alles weg. Okay, dann was sehen Sie denn noch da? Alles, das da hinten ist aus, da ist so grau im Hintergrund, das kann ich nicht sehen, da ist das Fenster davor. Alles okay, steht da etwas von halten Sie mich auf den Laufenden? Oder ja, was können Sie denn da lösen? Ist so lila, da ist so lila Kästle. Und da steht halten Sie mich auf den Laufenden. Naja, woher weiß ich das? Okay, dann klicken Sie einfach da drauf. Ich kenne ja den Prozess schon. Ach so. Genau. Okay, was sehen Sie danach? Ah, da steht jetzt vielen Dank für Ihre Anmeldung. Super. Anschließend müssen Sie einmal dort akzeptieren und einmal Ihre persönlichen Daten eingeben. Also alles. Straße, Hausnummer, Postleitzahl. Das müssen wir doch vorlesen noch da. Geschäftsbedingungen, kann ich mir das vorlesen? Kann ich mir so gut gucken.
Selbstverständlich können Sie die Geschäftsbedingungen durchlesen, aber das sollten wissen, das Unternehmen ist reguliert. Lesen wir das Sie haben weder eine Ein- noch eine Auszahlung. Ich kann nicht so gut gucken, kann ich mir das mal vorlesen? Okay, einen kleinen Augenblick. Ich drück einmal drauf. Ah, wenn du drauf drückst, steht die Seite, wurde nicht gefunden. Ist deine Seite kaputt? Ja, das kann sein wegen Firefox. Aber sie gehen hier ja nichts, sag ich mal, jetzt kein Vertrag. Beim Datenschutz ist auch nichts hinterlegt. Auch mein Risiko kommt auf Fehlerseite. Ist eure Internetseite kaputt? Nein. Ah doch, da geht ja nichts. Was sehen Sie denn da gerade ganz genau? Ja, da steht überall okay, Fehler 404. Was sehen Sie dann? Was soll die Popcorn? Ja, das. Nein, das liegt wegen Ihren Firefox. Ah, also der kann. Firefox-Browser. Ah, der kann doch nichts dafür, wenn deine Seite kaputt ist. Okay. Was sehen Sie denn jetzt gerade genau vor Ihnen? Können Sie dort den Prozess fortfahren? Können Sie nicht fortfahren? Ah, ich habe jetzt mal auf Akzeptiere gedrückt, damit das andere Zeug schon gern lese, ne? Okay, was sehen Sie jetzt gerade vor Ihnen? Da steht 404, tut uns leid, Seite nicht gefunden. Okay, haben Sie einen anderen Browser wie Firefox? Haben Sie beispielsweise Google Chrome? Naja, hab ich auch schon probiert. Internet Explorer auch nicht. Ich hab's neu gespeichert. Naja. Bei GIMP neu gespeichert und eingefügt. Mit Google Chrome sollte das funktionieren. Ah nein, geht nicht. Mit Google Chrome sollte das Ganze funktionieren. Ah, geht aber nicht. Das gibt's ja nicht. Wie das im Pfarrer erzählt. In der Regel. Nochmal? Ich hab gesagt, wie das im Pfarrer erzählt. Das glaubt er mir nicht. Kann vielleicht sein. Ah ja. Geh ja sonst selten aus dem Haus. Was soll ich denn jetzt machen da? Soll ich das sagen? Was sehen Sie denn genau vor Ihnen? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Soll ich Bild malen? Da steht, wenn wir unsere Trader besser kennenlernen, sorgen wir dafür, dass Ihnen die optimale... Entschuldigen Sie? Ah, was? Was soll ich entschuldigen? Ist in Ordnung. Nein, Sie brauchen nichts entschuldigen. Was sehen Sie denn gerade genau vor Ihnen? Eine komische Seite, steht Adresse und Postleitzahl. Okay. Genau, da müssen Sie einmal Ihre persönlichen Details eintragen. Bei Adresse müssen Sie einmal Ihre Straße sowie Hausnummer eintragen, Ihre Postleitzahl, Ihre Stadt sowie Ihr Geburtsdatum. Anschließend müssten Sie dann auf Fortsetzen klicken, um den Prozess fortfahren zu können. Oh, ist das genial, ich habe da meine Adresse eingeschrieben und Postleitzahl ist von alleine gekommen. Ah, genau, weil ja schon, weil die Straße automatisch schon, sag ich mal, erkannt wird dann. Ah, das ist ja großartig. Ja, das freut mich. Aber was soll ich dann machen? Genau, anschließend, wenn Sie alles eingetragen haben, sowie das Geburtsdatum, klicken Sie auf Fortsetzen. Dann wird das System Sie einmal auffordern, die Daten zu überprüfen, ob diese alle korrekt sind. Wenn diese ganzen Daten korrekt sind, klicken Sie anschließend einmal auf Fortfahren. Ah, ja, dann werden Sie auf die nächste Seite weitergeleitet. Ja, wie gemacht. Super, wunderbar. Was sehen Sie jetzt vor Ihnen? Super. Lassen Sie mich Ihnen erklären, was Sie hier zunächst tun werden. Ja. Tätigen Sie eine Investition, was Ihr Anfangskapital sein wird, auf Ihrem Handelskonto. Mit welchem Betrag wollen Sie denn gerne Ihr Handelskonto kapitalisieren? Nochmal, was will ich machen? Frankiere? Mit welchem kein Betrag Paket wollen Sie denn gerne... Nein, mit welchem Betrag möchten Sie denn gerne Ihr Handelskonto kapitalisieren? Ich weiß nicht, was das Wort heißt. Also, lassen Sie mich Ihnen erklären, was Sie hier zunächst tun würden. Zunächst tätigen Sie eine Investition, was Ihr Anfangskapital sein wird, auf Ihrem Handelskonto. Ja, und dann kriege ich so ein Tesla-Auto. Fragebogen. Nee, dann können Sie sich an den Marktbewegungen von Tesla beteiligen. Ah ja, mit dem Auto bewegt man sich, das ist richtig. Da will ich das ja haben, soll ja nicht rumstehen. Okay. Nein. Sie würden sich ja dann an den Tesla-Kursbewegungen beteiligen. Mit welchem Betrag würden Sie denn gerne Ihr Handelskonto, sag ich mal, investieren? Ah ja, so ein Ding kostet ja nicht wenig, ne?
Okay, Sie sehen ja die weiße Box, wo Betrag eingeben steht, richtig? Ist das so eine Ladesäule schon mit dabei oder muss man die selber kaufen? Nein, Herr Erler, Sie können für 250 Euro kein Tesla kaufen. Ah ja, das ist klar. Sie haben doch gesagt, dass Sie auch gerne investieren würden. Ah ja, das ist ja, das ist ja damals... Konto, was kapitalisiert ist. Es ist ja damals genau, in der DDR, der wird ja auf der Trabi gespart und jetzt will ich auf der Tesla sparen. Ist das, wie ich habe? Bleiben Sie kurz professionell, Herr Erler. Will das meinem Enkel schenken? Sie würden gerne an der Tesla-Kursbewegung beteiligen, der Aktien. Ah ja, ich will das meinem Enkel schenken. Herr Erler. Okay. Herr Erler, dann tragen Sie bei dem Betrag eingeben, Ihren gewünschten Betrag ein, mit dem Sie gerne Ihr Handelskonto kapitalisieren möchten. Ah ja. Haben Sie eine Kreditkarte oder verwenden Sie Online-Banking? Ah ja, und wie lange dauert das dann? Innerhalb von 24 bis 48 Stunden ruft Sie dann der Senior Account Manager an, um mit Ihnen aktuelle und marktrelevante Details zu besprechen, um damit den Handel beginnen zu können oder beispielsweise um Ihre qualifizierte Entscheidung zu treffen. Ah, das hast du toll vorgelesen. Bist du Synchronsprecher hauptberuflich? Nein, ich bin kein Synchronsprecher. Was hätte ich jetzt gedacht? Sollst du mal machen? Okay. So Polizeikommissar Herr, oder sowas? Welchen Betrag würden Sie denn gerne Ihr Handelskonto... Hey, was kann man... Sie? Sag mal, Polizeikommissar kann sprechen. Das klingt so, so ehrlich und seriös. Okay. Ja, Herr Erler, mit welchem Betrag wollen Sie denn gerne Ihr Handelskonto kapitalisieren? Ja, ich weiß nicht. Die Vorschläge, Betrag ausgehen. 250, 500, 750. Was ist denn, was kann man da denn verdienen mit so Prozente? Das wird Ihnen... Da, damit, mit über den potenziellen Gewinn, wird mit Ihnen der Senior Account Manager sprechen. Also jetzt muss man doch vorher mein sagen. Die, also ihn zu unterstützen bei der Handelskontenaktivierung. Naja, ich sag mal so, ne, der Senior Account Manager wird Ihnen dafür alle weiteren Informationen geben können. Und danach, Sie können ja beispielsweise auch erstmal mit der Mindesteinlage beginnen, wenn Sie wollen. Und wenn Sie mit dem Senior Account Manager sprechen, können Sie dann natürlich auch dann entscheiden, ob Sie dann noch weitere Investitionen machen möchten. Ist der aus Amerika? Das hört sich so komisch an, der Name von dem. Nein, der ist nicht aus Amerika. Aber warum hat er dann so einen komischen Namen? Das gibt's ja nicht. Das ist Maceo, ist mein ganz normaler Name. Ah nein, der andere? Also, mit welchem Betrag der kommt Senior? Ihr Handelskonto kapitalisieren? Ist das der Senior-Chef? Herr Erler, mit welchem... Nein. Herr Erler, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Mit welchem Betrag würden Sie denn gerne Ihr Handelskonto kapitalisieren wollen? Also, sag's mal, ich hab doch keine Ahnung davon. Dann, wenn Sie wollen, können Sie erstmal mit 250 beginnen. Na ja, dann machen wir das doch. Sehen okay, jetzt dann sehen Sie die weiße Boxbetrag eingeben, sehen Sie das? Genau, sehen Sie da, ja. Sehen den Betrag auswählen, 250, 500 und 750. Und rechts daneben ist eine weiße Box, da steht Betrag eingeben. Ja. Dort tippen Sie dann per Tastatur 2501. Ei, weiß ich, 250 geschrieben wird. Wie für blöd verkaufe ich hier? Nein, um Gottes Willen. Ah, es gibt wie, haben Sie eine Kreditkarte, Mastercard oder Visa-Card? Ah nein, das kann ich mir nicht leisten. Okay, haben Sie Online-Banking? Ah ja. Verkaufen bei eBay immer Sache. Super, bei welcher Bank? Okay, also Sie haben Online-Banking. Also haben einen Tarngenerator. Naja, ein Telefon. Okay, super, wunderbar. Dann, bei welcher Bank sind Sie denn? Noch einmal. Bei welcher Bank sind Sie denn? Ah, Postbank. Na klar. Beste Konditionen. Okay, dann sehen Sie ja... Okay, dann sehen Sie ja bei den alternativen Zahlungsmethoden sofort. Unter Klarna, sehen Sie das? Was soll ich machen? Soll ich jetzt zur Bank laufen? Schon ein bisschen arg spät jetzt? Genau, Sie sehen ja jetzt gerade bei den alternativen Zahlungsmethoden einmal sofort bei SafeCharge. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich kann kein Amerikanisch. Okay, Sie sehen ja jetzt gerade da einmal den Betrag 250, den Sie eingetragen haben. Wahrscheinlich. Noch einmal, 250 habe ich eingeschrieben. Okay. Muss ich der Komma 00 noch dazu schreiben, okay. Oder geht das auch so? Brauchen Sie nicht. Wenn Sie wollen, können Sie doch eine 0 ranhängen.
Ah ja, das mache ich. Ah nein, jetzt steht da 25.000, so viel okay. Habe ich nicht. Nee, 25.000 nicht. Wenn Sie wollen. Nein. Lassen Sie das so sonst. Okay, anschließend sehen Sie ja darunter sehen Sie ja Giropay und alles Mögliche, ne? Ah, das habe ich doch nicht. Und in der zweiten Reihe steht dort so. Nein, aber da steht sofort. Sie haben ja Online-Banking, richtig? Ja, das ist Postbank. Okay, und dafür haben Sie ja Online-Banking. Womit Sie sich beim Online-Banking anmelden, richtig? Ah ja, das ist auf dem Telefon drauf. Super, dann klicken Sie einmal auf sofort. Sehen Sie das? Jetzt sofort mache. Nein, Sie sehen ja hier, da steht ja Betrag auswählen. Da haben Sie ja Ihren Betrag eingegeben und darunter steht, wählen Sie Ihre alternative Zahlungsmethode aus. Sehen Sie das? Nein. Und was sehen Sie unter Betrag auswählen? 250. Und darunter? Da habe ich jetzt noch eine Null nachgeschrieben. Naja, Sie müssen ja gerade Betrag auswählen sehen und darunter steht, wählen Sie Ihre alternative Zahlungsmethode aus. Und dann müsste dort stehen, Giropay, Klarna, SafetyPay, Fastbanktransfer, Banktransfer, Giropay bei SafeCharge, sofort bei SafeCharge und Skrill. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, also, Sie haben den Betrag eingegeben. Und darunter stehen die alternativen Zahlungsmethoden. Da? Und da gibt es eine Zahlungsmethode, die heißt sofort. Das ist Online-Banking. Okay? Ah nein, ich bin aber bei der Postbank, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Genau, aber sofort ist ein Zahlungsanbieter, über den Sie ganz normal, also ganz normal, Ihr, sag ich jetzt mal, ja, Ihre Online-Transaktion durchführen können. Aber da habe ich ja gar kein Konto. Haben Sie noch nie Online-Banking verwendet? Ihr habt doch kein Konto bei denen. Nein, da... Sie haben ja Ihr eigenes Konto bei Ihrer eigenen Bank. Na ja, Postbank, das habe ich jetzt schon viermal gesagt. Okay, dann wählen Sie einmal sofort aus. Sehen Sie das da mit den zwei Fingern, also mit der einen Hand, wieder so mit den zwei Fingern, mit diesem Peace-Zeichen? Na ja, natürlich. Der alte 68er. Super, dann klicken Sie einmal drauf, dann ist da ein Haken drauf zu sehen, anschließend scrollen Sie einmal runter. Ja. Über den Einzahlungsknopf sind zwei Boxen. Bei der einen Box ist das Häkchen schon gesetzt und bei der anderen Box müssten Sie das Häkchen noch setzen, um anschließend dann auf Einzahlung zu klicken. Ja, das muss ich mal auch gucken. Oh, das kann man aufmachen. Ja, du kannst auch einfach das Häkchen reinsetzen. Das ist viel zu klein. Kann ich mal das mal vorlesen? Das ist viel zu klein, das kann ich gar nicht lesen. Das sind die Einzahlungserklärungen. Da steht drin, dass Sie keine Ein- und Auszahlungsgebühren haben. Da steht kein Wort, mach mal die Musik aus. Herr Erler, jetzt bleiben Sie doch mal kurz professionell. Es geht jetzt wieder darum, dass Sie ja gerne handeln möchten. Ich kann Sie nicht verstehen. Ist es laut da drüben? Das ist ja unerhört. Hallo? Herr Erler. Das ist ein Anruf vom Radiosender, ihr wollt mich doch verarschen. Nein, Herr Erler, diese Hintergrundmusik ist dazu da, weil die... Da versteht man doch kein Wort. Ja, entschuldigen Sie, okay. Sie sehen jetzt gerade vor Ihnen einmal Betrag auswählen und einmal sofort haben Sie ausgewählt. Ja, ich habe da 250 Nein geschrieben. Okay, und darunter haben Sie die Zahlungsmethode sofort ausgewählt, richtig? Ja, alles gemacht. Kann nur verpassen und zuhören. Okay, dann hat man da Pfarrer beibracht. Okay, alles klar. Dann scrollen Sie einmal runter und über den Einzahlungsknopf sind zwei Kästchen. Bei dem einen Kästchen ist das Häkchen schon gesetzt und bei dem zweiten Kästchen müssen Sie das auch setzen, um die Einzahlung dann durchzuführen. Ah ja, das sind wir doch eben schon gewesen. Wenn Sie das Häkchen gesetzt haben, okay, dann klicken Sie anschließend auf Einzahlung. Ja, kann ich mir das jetzt mal vorlesen, was da steht? Das ist so klar, ich kann das nicht lesen. Okay, da steht einmal Details aus meinem Konto verwenden und ich habe die Einzahlungserklärung gelesen und akzeptiert. Ah ja, aber ich kann die Erklärung nicht lesen, weil das so klar ist. Da bin ich ja gerade. Okay, dann einen kleinen Augenblick. In der Einzahlungserklärung steht drinne, dass Ihr Vorname und der Unterzeichner erkläre damit, ich bin damit einverstanden und erklärt habe, dass IFC Investment Cyprus Limited im Folgenden das Unternehmen bezeichnet, gemäß
den öffentlich zugänglichen und vom Unterzeichner akzeptierten allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung zu beauftragen, um die entsprechenden Investitionsdienstleistungen zu erhalten. Ich bin mir bewusst, dass ich mir bewusst bin, dass das Unternehmen von mir die notwendigen Mittel und Werkzeuge zur Verfügung stellen sollte, um meine Transaktion in einem Zeitraum von höchstens 7 Tagen zu bearbeiten. Was? Bank braucht aber nicht so lang. 7 Tage? Naja, wenn Sie Online-Banking machen, geht das in der Regel sofort. Ne? Ah ja, deswegen eher. Das Unternehmen im Falle in einer Nichtlieferung innerhalb von 5 Tagen nach dem erwarteten Liefertermin zu kontaktieren. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Transaktionen von mir zu Handelszwecken mit www.capexal.com getätigt und von mir autorisiert wurden, in meinen Namen abgerechnet zu werden. Dies dient zur Finanzierung meiner persönlichen Handelskonten bei dem Unternehmen. Ich verstehe, dass dieses Dokument notwendig ist, um die Anti-Geldwäsche-Richtlinie des Unternehmens, der weltweiten Aufsichtsbehörden und der wichtigsten an der Transaktion beteiligten Kreditkartenaussteller zu erfüllen. Ich habe keine Kreditkarte. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Nein. Also Herr Erler, jetzt bleiben Sie mal kurz ein bisschen professionell. Ich lese Ihnen gerade etwas vor. Sie sagen, ich soll Ihnen das los. Jetzt sagen Sie die ganze Zeit zu mir, dass Sie denken, dass ich sage, dass Sie blöd sind. Da steht immer was von Kreditkarte, ich habe aber gar keine. Nein, wir reden auch die ganze Zeit gar nicht von der Kreditkarte. Das sind gerade die Einzahlungserklärungen, Herr Erler. Also, wenn Sie doch mal gerade aufmerksam zuhören würden, dann würden Sie ja verstehen, was ich Ihnen gerade erzähle. Okay, super, wunderbar. Wenn Sie denn damit einverstanden sind, setzen Sie das Häkchen und klicken auf Einzahlung. Ja, das mache ich. Sofort. Okay, super, was sehen Sie jetzt? Da steht, neue Kreditkarte hinzufüge. Kreditkartennummer erforderlich. Da oben drüber. Okay. Sie haben den Betrag eingegeben, richtig? Ja, das habe ich gemacht. 250 Euro. Okay, super. Anschließend sehen Sie ja darunter diese ganz kleinen Symbole, richtig? Ja, ja. Okay, super. Und dann wollen Sie ja Online-Banking durchführen und da würde der Zahlungsanbieter sofort für Sie. Ja. Sehen Sie den Zahlungsanbieter sofort? Ja, den habe ich gefunden. Das ist ganz unten in der Mitte drin. Okay, dann klicken. Der hat sich versteckt da unten. Dann klicken Sie einmal da drauf. Ah ja. Und dann scrollen Sie einmal runter. Ja. Akzeptieren, also würden dann natürlich, wenn Sie damit einverstanden sind, die Einzahlungserklärung akzeptieren. Und anschließend klicken Sie dann auf Einzahlung. Das habe ich gemacht. Okay, was sehen Sie jetzt vor Ihnen? Da ist so ein Chat-Symbol auf der rechten Seite, wenn ich da drauf drücke. Nein. Da steht gerade, die Zahlung wird durchgeführt mit sofort. Bitte klicken Sie auf Weiter, um die Transaktion durchzuführen. Ja, das stimmt. Jetzt müssen Sie auf Weiter klicken, um auf die Seite... Okay, klicken Sie einmal auf Weiter. Da steht jetzt irgendwas auf Englisch, Amerikanisch oder Britisch. Das kann ich nicht lesen. Was sehen Sie denn da gerade? Ja, ist irgend so ein Text auf Amerikanisch oder sowas? Ich weiß es nicht. Da oben drüber steht Klarna und dann ist genau irgendein... Das ist ein Fenster. Das steht da, es ist alles in Deutsch. Nein, da steht WUSE, Kookies, Tomake, der Webseite, Walkbeta. Nein, weiß nicht, was da steht. Okay, das sind die Cookies. Das sind die Cookies. Sie können sie ablehnen oder annehmen. Was soll ich machen? Ist das wichtig? Können Sie annehmen, können Sie auch ablehnen, wie Sie das wollen. Das ja, ist Ihre eigene Entscheidung. Cookies dient dazu, damit die Webseiten schneller laden können. Ja, aber wo muss ich jetzt drauf drücken? Da sind 3 so Dinger. Okay, dann klicken Sie einfach auf eins dieser 3 Dinger. Auf welches? Auf eines der 3 Dinger. Was steht denn da drin in den 3 Dingern? Da steht auch React All, Accept All und Cookie Settings. Okay, klicken Sie einfach auf Accept All. Aufs zweite? Alles klar? Ja. Okay, was sehen Sie jetzt? Da ist jetzt da wieder das Bildle von eurer Firma. Und das Rest ist wieder auf Englisch oder Amerikanisch. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Was steht denn da unter? Willkommen. Das hört sich dänisch an.
Okay, und seid dann? Ihr in Dänemark? Ja, lesen Sie das doch einfach mal vorher, Erla. Willkommen, große Ur-Country an Bank. Okay. Hi, seid ihr aus Dänemark oder Schweden? Nein, der Zahlungsanbieter sofort kommt aus Schweden. Das ist ein internationaler Zahlungsanbieter. Klarna kommt aus Schweden. Ah ja, Schwedisch kann ich auch nicht. Okay, aber da stehen ja jetzt irgendwo Bank auswählen und Land auswählen, richtig? Ich weiß es nicht, ich kann die Sprache nicht lesen, was da steht. Sie haben die... Okay, Sie haben die Account-Settings, wollen Sie sich angucken. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf, Herr Erler? Hi, ich bin 59. Okay, Herr Erler. Dann gehen Sie mal einen Schritt zurück. Haben Sie eine Kreditkarte, eine Mastercard? Ah nein, immer noch nicht. Jetzt bleiben Sie mal... Okay, alles klar. Was sehen Sie jetzt vor Ihnen? Bleiben Sie jetzt mal professionell. Was heißt hier professionell? Ich kann also die Sprache nicht, da kann ich doch nichts dafür. Ja, okay, aber dann sagen Sie zu mir, Sie klicken auf Accept All und sehen dann die Account-Settings. Ah okay. Nein, ist da auch steht, okay, ist ja da auch steht Willkommen. Ihr habt da drauf gedrückt. Okay, und was steht da unter? Was steht da unter? Was steht da unter? Selbst buchstabiere, ich hab's jetzt schon zweimal vorgelesen. Ja, lesen Sie es nochmal vor. Cäsar Heinrich, Doppel-Otto, Siegfried Emil, neuer Absatz, Y, Otto Ulrich Richard, neuer Absatz, Cäsar Otto Ulrich, Nordpol, Tyrann Richard Y, okay. Neuer Absatz, okay. Anton Nordpol Düsseldorf, neuer Absatz, Bertha Anton Nordpol Kaufmann. Okay, Herr Erler. Sie sind ja sehr gut, was das betrifft. Ah ja, ich bin Bürogeschäft 30 Jahre. Was machen Sie denn beruflich, wenn ich fragen darf? Hey, nichts mehr. Nichts mehr. Wo haben Sie gearbeitet? Ich bin im Büro gewesen, beim Pfarrer. Wo? Beim Pfarrer. Der Kirch. Beim Pfarrer, okay. Und Ihr Vorname ist Darko? Nein, das ist mein Mann. Das ist Ihr Mann? Ja. Okay, und wo ist Ihr Mann? Ja, der ist arbeite. Der schafft in der Fabrik. Die machen Motoren. Die merken wir nicht. Ein kleiner Augenblick, bitte kurz. Noch einmal. Hallo, mit der ganzen Tagzeit. Hallo, was ist da los? Ja, lesen wir noch ein bisschen. Das gibt's ja nicht. Okay, Herr Erler, gehen Sie mal einen Schritt zurück. Ja, nochmal. Ja, gehen Sie mal einen Schritt zurück. Ja, gehen Sie mal einen Schritt zurück. Und brauchen noch nicht einzahlen, alles okay. Soll ich das jetzt wegdrücken? Ja, kippen Sie das mal weg. Aha. Okay, was sehen Sie jetzt vor Ihnen? Da ist irgendeine Glocke oder sowas, ich weiß es nicht. Okay, was sehen Sie denn genau vor Ihnen? Alles, wieder alles in Schwedisch. Alles in Schwedisch, okay. Gehen Sie einfach mal zurück. Wohin denn? Einfach zurück. Gehen Sie einfach mal zurück und schauen Sie mal, dass Sie wieder auf die Kapixal-Homepage kommen. Ja, also mit dem Zurückpfeil oben. Ja, genau. Das habe ich gemacht. Bin jetzt daheim. Okay. Ja? Und jetzt? So, was sehen Sie jetzt vorhin? Da steht wieder, bitte warte, Ihre Anfrage wird verarbeitet. Okay, dann gehen Sie wieder einen Schritt zurück. Ja? Ist das kompliziert? So, jetzt sehen Sie auch... Oben links ein Kapixal-Logo mit dem lilanen X, richtig? Nochmal, das ist gerade wieder so laut. Klicken Sie mal oben links auf das Kapixal-Logo mit dem lilanen X. Oh, wird ruf? Ja, jetzt bin ich wieder. Ja. Jetzt ist da ein Computer. Okay, jetzt klicken Sie mal irgendwie auf den. Ja, schauen Sie sich mal die Webseite kurz an. Was soll ich machen? Schauen Sie sich mal die Webseite an. Ja, das ist jetzt wieder auf Deutsch. Okay. Super. Ja?
jetzt? Okay. Dann gehen Sie, sehen Sie jetzt da unter, dieses fliegende Feld. Ich kann Sie mit dem Traden. Kann nichts verstehen, es ist so laut. Alles okay. Sehen Sie jetzt gerade, halten Sie das optimale Gleichgewicht beim Trading mit dem aufgeschlagenen Laptop, richtig? Ah ja, da ist ein Computer, so einer habe ich auch. Der ist schwarz. Okay, alles okay. Habe ich vom Fahrer gekriegt vor 5 Jahren. Super, wunderbar. Jetzt sehen Sie, erhalten Sie das optimale Gleichgewicht beim Trading und darunter ist ja so ein kleiner Textabschnitt und darunter ist so ein lilanes Feld. Da steht, beginnen Sie mit dem Traden. Sehen Sie das? Ja, das kann ich sehen. Soll ich da drauf drücken? Drücken Sie mal da drauf. Ja, klicken Sie mal da drauf. Hab ich gemacht. Super. Wunderbar. Und dann scrollen Sie einmal runter und dann sehen Sie ja wieder die Einzahlungserklärung, richtig? Ah ja, schon wieder. Da sind wir doch eben schon gewesen. Naja, klicken Sie mal auf Einzahlungserklärung. Ja, habe ich gemacht. Super, was sehen Sie jetzt vor Ihnen? Ah, ich habe drauf gedrückt, ich habe noch nichts weiter gemacht. Okay, ja, klicken Sie mal auf Einzahlungserklärung. Also das Ding da, was wir eben vorgelesen haben. Genau. Klicken Sie nochmal da drauf. Hab ich gemacht. Und jetzt lesen Sie das nochmal vor. Noch einmal. Genau. Nein, ich hab nicht verstanden, was war. Klicken Sie nochmal auf die Einzahlungserklärung. Hab ich gemacht, ist offen. Super, was sehen Sie jetzt? Ah ja, die Erklärung, was man vorgelesen hast. Ist jetzt wieder offen? Okay. Alles haben wir doch schon gelesen. Oder gibt es da noch mehr von? Okay. Nee, da gibt es nicht mehr von. Ah, okay, Ella, einen kleinen Augenblick bitte. Ich komme gleich wieder. Ich mag kein Papierkram. Sagt der Pfarrer immer für mich, der ist jetzt nicht da. Herr Erla? Ah? Herr Erla? Nein, Frau Erla ist hier. Ja, okay. Frau Erla, okay, ja? Frau Erla, dann klicken Sie mal bitte einmal auf die Einzahlungserklärung. Ja, wie doch eben schon gemacht. Ist ja schon dreimal offen. Okay, was sehen Sie denn vorhin? Das Ding, was man vorgelesen hat, vorhin. Entschuldigen Sie? Ey, ich habe das Ding wieder offen, was man vorhin vorgelesen hat. Genau, was ich vorhin vorgelesen habe. Lesen Sie das? Genau, klicken Sie da einmal drauf. Habe ich doch schon gemacht. Okay, was steht denn da? Lesen Sie das mal vor. Alles ist klar, das kann ich nicht lesen. Darum hast du mir ja geholfen. Okay. Genau, also was sehen Sie denn gerade genau vor Ihnen? Ah, ist es dieses Dokument da? Mit dem A bis H Punkte okay, da? Einen Augenblick, bitte. Was du mal vorgelesen hast. Okay, aber... Okay. Einen kleinen Augenblick. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Erla. Was hast du gesagt?